Hallo und herzlich willkommen zu der News. Ich habe vorhin Short gelabert und müsste nochmal neu anfangen. Ja. Okay, Leute. Nämlich, ich habe erst einen Schock bekommen, da das englische Vollblut hier nicht mehr steht, sondern da jetzt der Hannoverer steht. Ich muss nochmal gucken, nicht, dass ich wieder was falsch ausspreche. Hannoveraner. Wird so ausgesprochen? Ich glaube schon. Hannoveraner oder so, keine Ahnung, ist auf Deutsch Hannoveraner oder keine Ahnung, ob das auf Deutsch ist. Ja, auf jeden Fall, das englische Vollblut steht da hinten im Stall, keine Sorge, es ist nicht weg. Hier ist der Hannoveraner, ich nehme jetzt zu, sorry, wenn es falsch ist. Oder Hannoveraner oder so, keine Ahnung, ich nenne Hannoveraner einfach. Ja, nämlich, es steht einer einfach Pinter, das ist der Braune, am Weingut und am Goldblattstall. Ich weiß nicht, wo welcher steht, das sehen wir gleich, weil ich werde mit euch noch zum Weingut reiten. Und auf jeden Fall, das hier, der Braune hier in Pinter, ist der einzige, der ab Level 1 aber nur für 4 Wochen. Das heißt, ihr habt 4 Wochen Zeit, euch den Braunen ab Level 1 zu kaufen, aber er kostet natürlich trotzdem 890. Wie ihr seht, sind meine Starcards aufgefrischt. Ich glaube, das habe ich auch schon in der letzten Folge am Sonntag gesagt. Aber ja, ich habe mir wieder 2000 gekauft. Und ja, ich hatte mir schon die Druiden-Ausrüstung gekauft, deswegen ist das schon ein bisschen weg. Ja. Dann auf jeden Fall, der hieß der Spieler Level 1. Und ja, man braucht Level 1. Und der ist halt auf Level 1. Stärke 1, Disziplin 2, Geschwindigkeiten Ausdauer 0 und Agilität 3. Er hat die normalen Hufeisen. Und ich lese mal vor, was bei ihm steht. Der warmblütige Hannoveraner ist bekannt für sein ruhiges und ausgeglichenes Gemüt und erobert Mitte des 20. Jahrhunderts die Herzen der Bewohner von Jorvik. Er ist ein wunderschönes, athletisches und elegantes Pferd, prädestiniert für den Pferdesport. Dank seiner perfekten Gangart ist der Hannoveraner in allen drei Hauptwettbewerbstypen erfolgreich einsetzbar. Dressur, Springreiten und Vielseitigkeit. Okay, wir werden jetzt zum anderen reiten, deshalb werde ich euch noch was über den Hannoveraner erzählen und auch noch anderes Zeugs. Also wie gesagt, in Fort Pinter steht der Braune, am Weingut steht einer. Ich denke mal, da wird der Weiße schon der Schwarze im Goldblatt oder auch andersrum. Na toll, weil der Busse steht. Ich fände es geil, wenn man es abholen, dass es immer schneller war, weil Steve ist immer heimlich. Ja, also sie kosten alle 890, alle, auch die, wo man erst ab Level 14 kaufen kann, nämlich, das ist es. Die anderen, den weißen und den schwarzen, also den Goldblatt, am Goldblattstall und den hier, kann man erst ab Level 14 kaufen und in 4 Wochen auch den anderen. Ich glaube, steht da noch ein Verpinter oder nicht, das habe ich jetzt nicht so verstanden, aber ja. Man braucht auf jeden Fall keinen Ruf, um ihn zu bekommen, das wäre auch irgendwie nicht so schön, weil Ruf, das ist halt das, was man so am wenigsten mag. Ja. Also gibt es in Fuchsbraun, wo wir gerade gesehen haben, ein elegantes Weiß und ein atemberaubendes Schwarz. Es kann auch sein, dass der Schwarze am Weingut steht oder der Weiße, also das kann ich euch noch nicht sagen. Auf jeden Fall steht da, dass er ab Level 1 ist, denn verpinter für 4 Wochen. Und dann an einen anderen Ort gebracht und dort für erst wieder ab Level 14 ist. Das heißt, kauft lieber jetzt. Ich glaube, das ist bei jedem Pferd, woraus kommt zu sein. Oder habe ich es auch falsch verstanden? Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr noch unter Level 14 seid, kauft lieber jetzt ein. Ich bin Level 14. Das heißt, ich muss nicht unbedingt jetzt einen kaufen. Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich glaube, ab Level 14 kann man sie dann kaufen. Ich bin ja Level 14, also Glück gehabt, Anna. Ja. Und jetzt sehen wir gleich, welcher hier steht. Überraschung, Überraschung. Welcher ist es wohl? Auf jeden Fall sind auch viele in Fort Pinter die meisten. Weil die meisten noch unter Level 14 sind. Weil viele Spiele sind noch unter Level 14. Leute, jetzt erstmal schwer ihn zu finden. Der Schwarze! Ich habe es direkt gesehen, weil ich dachte, ach, der sieht aus wie der Hannoveraner. Der Schwarze steht hier. Man hat es auch schon ein bisschen erahnen können von dem Bild. Weil man gesehen hat, dass er auf der Koppel geritten ist. Und die Koppel ist ja hier hinten raus.
Deswegen hat man schon erahnen können, dass es der schwarze ist, der hier steht. Ich finde den schwarzen schön, den braunen aber auch. Also ich könnte mich nicht entscheiden, welchen ich mir holen soll. Der weiße ist auch sehr schön, da müsste ich aber noch warten, bis ich dorthin kann. Deswegen bringt es eigentlich, okay, manche können mit Level 14 schon dorthin. Ich bin, glaube ich, gerade noch mitten in den Quest, dass ich dorthin komme langsam. Ich weiß nicht, den Zirkus muss man, glaube ich, fertig haben. Oder war das für was anderes, wo man den Zirkus fertig haben muss? Für irgendwas muss man auf jeden Fall den Zirkus fertig haben. Aber was es war, weiß ich selber leider nicht mehr. Auf jeden Fall, dann steht der Weiße dort. Und auf jeden Fall muss ich noch eins sagen. Und danach ist dann auch die Folge vorbei. Nämlich, der Pferdemarkt ist leider diese Woche geschlossen. Da er letzte Woche im Westkap Fischerdorf war. Aber nächste Woche wird der am Jorvik-Stall eröffnet. Und ihr könnt wieder die Dailies machen dort. Oder Pferde kaufen. Ich weiß nicht, ob es die gleichen sind wie bei Westkap Fischerdorf. Ich glaube, Westkap Fischerdorf und Fort Pinter waren die gleichen. Und Jalaheim und Steve waren die gleichen. Aber ich bin mir jetzt unsicher. Auf jeden Fall sage ich dann bis morgen. Ciao.